Alle warten sie auf Tube Clash Staffel 2, was sich aktuell verspätet. Deshalb sind wir jetzt hier live. Direkt in der Schlacht, verdammte Kacke. Wo bin ich hier? Von Star Wars Battlefront, alter Vater. So, erstmal willkommen. So, wir spielen ja von Star Wars Battlefront, Vorherrschaft. Ich wollte eigentlich was anderes spielen gerade. Damit meine ich, ursprünglich wollte ich jetzt wieder Sniper spielen. Ich bin jetzt Level 21. Habe die Sniper mir gesnackt. Und wir töten erstmal Menschen. Hallo, hi, hi, hi and welcome. Und dann können wir den noch irgendwie snacken. Komm wieder den Baum hervor. Waren da noch mehr? Nee. War es das? Da ist einer, hey! Ja, eigentlich wollte ich mehr Sniper spielen. Einfach mal so ein Sniper-Gameplay zeigen. Daraus wird aber gerade nur nichts. Und wir sind tot. Jetzt kann ich mit der Sniper spielen. So. Gerade auf dem Server gejoint. Direkt mal fast Platz 1. Läuft. So, ich habe ausgerüstet, dass ich so Explosionsschüsse habe. Wenn ich jetzt 2 drücke. Ich finde die Sniper hat mich ein bisschen enttäuscht. Muss ich sagen. Jetzt habe ich einen gekillt und dann kam einer von der Seite. Ich muss sagen, die hat mich echt ein bisschen enttäuscht. Weil ich mir mehr erwartet habe, als sie im Endeffekt jetzt war. Du hast eine gute Reichweite. Das ist ja klar. Wäre auch doof bei einer Sniper, wenn nicht. Kannst natürlich zielen. Sie macht, ich glaube, sie macht 2-3 Schüsse, der Gegner ist tot. Und das ist halt das Ding. Du brauchst 2-3 Schüsse, um überhaupt einen Gegner tot zu haben, wenn du dann triffst. Und kannst ein paar Mal mehr schießen und so. Irgendwie bin ich da ein bisschen enttäuscht. Ich habe gehofft, das wird so eine One-Shot-Sniper, die dann halt ein bisschen länger nachlädt oder so. Die, wenn du triffst, dann auch so richtig schön reinhaut. Aber nein, du brauchst ein paar Schüsse. Ich habe übrigens Scout-Merkmal, das heißt, man sieht mich nicht, wenn ich laufe und so ein Scheiß. Und hast du nicht gesehen, ne? Und es hat mich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil ich mir wirklich unter einer Präzisionsgewehr habe ich mir echt was anderes vorgestellt. Liegt dann wahrscheinlich aber jetzt an mir, weil, wie gesagt, ich mir was anderes vorgestellt habe. Und jeden das seine. Auf jeden Fall wollte ich trotzdem natürlich ein bisschen. Oh Gott. Gameplay zeigen. Oh, dammit, ich regeneriere Leben. Ich glaube, ich nehme mal die Explosionsschüsse rein und versuche da mal eben hochzufliegen. Würde man alles klappen gerade. Das läuft aber gerade nicht. Er hat schon aufgeräumt da. Trotzdem rücken wir mal vor. Wir sind aktuell im Gewinn. Das ist schon mal positiv. Das Rebellenpack besetzt gleich einen Kontrollpunkt. Komm schon, komm schon. Ja, mit Explosionsschüssen. Das ist natürlich nicer, nicer. Die machen ja richtig schön Schaden. Und wenn du hinter den Gegnern bist, 1A. Also sie bringt schon in ein paar Hinsichten was. Du kannst natürlich super das Feld im Überblick behalten, aus guter Distanz schießen. Aber in solchen Situationen bist du dann halt auch schon ein bisschen arg gefährdet. Ich mach mal wieder Explosionsschüsse rein. Einfach um die Gegner wegzubekommen, die hier. Wo sind jetzt alle hin? Hast du nicht eben alle gespawnt? Oh. Immer wieder darüber. Hier so ein bisschen so Katze-Maus spielt gerade. Oh Gott, da war er. Natürlich, wenn du den Kopf triffst, macht das natürlich sehr extrem Schaden. Aber das trifft man ja auch nicht immer. Der lebt noch. Der lebt noch, der Schlawiner. Ich muss natürlich auch. Ich stehe hier mitten offen, Mann. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ja, er ist gerade gestorben. Hopp, hopp. Er ist einfach despawned. Er hat wahrscheinlich ein Upgrade aufgehoben, das hören wir. Aber ist natürlich schon nice. Gerade läuft das Gameplay mit der Sniper besser als ich
privat gespielt habe, muss ich sagen. Da war ich so richtig enttäuscht, weil das echt scheiße lief. Jetzt gerade geht's irgendwie. Keine Ahnung warum. Bin ganz positiv überrascht. Ah. Trotzdem im Nahkampf hätte ich natürlich lieber ein Sturmgewehr. Ich würde das, glaube ich, auch, wenn schon, würde ich die Sniper auch nur auf solchen großen Maps spielen. Vorherrschaft oder, ich sag mal, was könnte man noch? Hier, wie hieß das? Der Modus mit den Kampfläufern, Mann. Ich komme einfach nicht auf die Namen. Ich bin total der verwirrte junge Mann schon wieder. So, ich will einmal hier eben abheben, ja? Einmal kurz abheben, weil ich bin abgehoben. Er rennt da. Gut erwischt, nicht? Verteidigt diesen Kontrollpunkt. Überlasst ihn nicht den Rebellen. Headshot. Ah, jetzt haben wir gerade Probleme. Die wissen jetzt, dass wir da sind. Oh oh. Ich geh mal kurz in Deckung und versuch mir mal zu snacken. Ah, wenn man nicht trifft, ist man echt im Hintern. Oh shit. Wenn man nicht trifft, ist man echt im Hintern. Das ist so ein bisschen doof. Aber ich finde, so ein bisschen das Problem ist am Sniper, hier gibt es halt Killcams, so. Wenn du natürlich eine gute Sniper-Position hast, bist du auch relativ schnell aufgeflogen. Nur ein paar Kills, die wissen halt, wo du bist. Eigentlich müsstest du im Prinzip immer deinen Spot wechseln. Aber auch nicht gerade easygoing mal eben gemacht. Wenn man gerade einen guten Spot hat, ne? Dann will man den auch ungern verlassen. Die mich aus der Entfernung einfach hier wacken. Ach, hinter mir. Aber die haben nicht mal eine Sniper, die Gegner, und treffen mich besser als ich mit der Sniper manchmal. Das ist ein bisschen, macht mich ein bisschen sentimental. Getroffen. Juckt mich nicht. Oh. Oh, Kacke. Schade, dass die Granate nicht mehr geflogen ist. Wie viele da auf einmal rauskamen. Crazy Daisy. 6 Verlust, 5 Verlust. Ah! Rette dich! Rette dich! Ich habe mich gerettet, ich lebe noch. Überall ist irgendwer. Wir haben Glück gehabt. Wir haben den Kontrollpunkt erobert vor den anderen. Das war gerade unser Luck. Ja, Helden-Upgrade werden wir nicht bekommen, wenn vor uns 3 andere rumgeistern. Schade. War da ein Gegner? Er ist tot. Ja, ja, wir erobern das. Das kriegen wir hier. Wie viel Glück ich auch habe, Leute. Ah, kritischer Kill-Assist. Immerhin. Im Großen und Ganzen war das Gameplay nicht so scheiße, was ich gemacht habe gerade. Aber ich finde, es gibt unter der Sniper stelle ich mir trotzdem so ein bisschen was anderes vor. Ich hätte mir noch mehr Sniper-Varianten gewünscht als die eine. Aber da bin ich, glaube ich, ein bisschen eigen. Wie er aus der Entfernung mit dem scheiß Turm mich einfach noch holt. Krass. Respekt. Der ist ja auch immer noch. Das ist ein eiserner Typ, du. Wir haben echt den Punkt, den Posten verloren. Crazy. Hm, wo gehen wir jetzt am besten hin? Ich würde irgendwo gerne auf den Fels rauf. Nämlich ein bisschen wohner. Da sneaken. Na, das wissen die natürlich, wo ich bin. Das ist immer blöd, man kann nichts vernünftig machen. Wir haben alle eine hohe Distanz. Ist eigentlich egal, ob du einen Sniper hast oder nicht. Ich hab gedacht, den kriege ich wenigstens noch. Schade, Schokolade. Man kann ja nicht alles haben. Auf jeden Fall im letzten Part habt ihr den Modus Helden gegen Schurken sehr gemocht. Das freut mich, weil das echte Modus ist, der macht mir auch richtig Spaß. Genauso wie gesagt, wegen der Staffel. Ich habe ihn noch irgendwie gekillt.
Wie auch immer. Oh, wir haben noch gewonnen. Noch. Wir haben gewonnen. 32 Kills. Wir haben gute Kills gemacht mit der Sniper. Trotzdem, es war ein gutes Gameplay. Ihr könnt eure Meinung zu der Sniper schreiben. Habt ihr die Sniper? Wie findet ihr die? Gerne eure Meinung da lassen. Würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns in einer anderen Folge wieder von Star Wars Battlefront. Am Stizzle-Dizzle, ne? Lass uns mal die Punkte durchlaufen, damit ihr das seht hier. Einfach toll, ne? Ah, noch Auszeichnung, Spielbonus, Siegerbonus. Ich habe total viele Credits. Ich habe über 20.000 Credits. Oder so. Ne, 15.000. Ich habe die ein bisschen ausgegeben. Für die Scout-Karte und so. Die gibt's später. Kann ich mal erklären in einer anderen Folge oder so gerne. Bis dann!